Ja, es wird nicht nur ein bisschen um Musik gehen, sondern auch ein bisschen mehr. Und ich möchte mit ein paar Worten einführen, wie ich eigentlich die beiden Jungs kennengelernt habe, was erklärt auch oder was dann auch erklären wird, was das mit Social Media und der Veranstaltung hier zu tun hat. Ich bin auf die beiden aufmerksam geworden über ein Social Media Posting auf einem Facebook-Kanal, dem ich folge, wo berichtet wurde, dass es zwei Verrückte gibt, die eigentlich nicht segeln können, das Flugticket ausgelaufen ist und man deswegen beschlossen hat, man segelt von Australien zurück nach Deutschland. Und das fand ich irgendwie ganz interessant und ich habe mir dann deren Facebook-Seite angeguckt, die war sehr professionell und es war auch ganz schnell deutlich, dass natürlich kokettiert wird damit, dass man vielleicht manche Dinge nicht so gut kann, die man dann doch sehr gut kann. Was aber sehr charmant war, war im Grunde das, was Daniel in der Session eben als Storytelling erzählt hat. Also was macht eigentlich eine gute Story aus und wie erzähle ich sie? Und das haben die beiden über unterschiedliche Social-Media-Kanäle getan. Auch immer in der Hoffnung natürlich, diesen Begriff, den es damals noch nicht so gab, aber der jetzt zumindest ja fast inflationär gebraucht wird, dass es sowas gibt wie Influencer, also als Influencer aktiv zu werden. Die beiden sind Tontechniker und dachten, wir sind Influencer beispielsweise für die großen Unternehmen in der Tontechnikbranche, die unterstützen uns sicher, weil wir eine tolle Geschichte zu erzählen haben. Das hat nur mäßig funktioniert, ohne vorgreifen zu wollen. Auch die Idee sozusagen, die Kontakte und Erfahrungen, die ihr auf der Reise gesammelt habt und die dann vielleicht auch in Konzerttouren hätten überführt werden können, zu nutzen. Auch das hat über die Social Media Kanäle mäßig funktioniert und das ist das Tolle. Wir hören hier natürlich eine Erfolgsgeschichte, weil das Projekt ist riesig. Aber wir hören auch ganz viel darüber, was vielleicht gut und nicht so gut funktioniert hat. Und die beiden haben Social-Media-Kanäle bespielt, aber sie haben auch im Grunde das älteste Social-Medium der Welt bespielt, nämlich hier vorne haben sie es mitgebracht, auch in Buchform ihre Geschichte erzählt. Das ist auch übrigens nur Teil 1, also wer es liest, weiß schon, es wird eine Fortsetzung geben. Gleichzeitig, und das ist natürlich dem Thema Musik geschuldet, gibt es Tonträger und nicht nur das silbern glänzende CD-Werk, sondern es gibt sogar schönes Vinyl und das Tollste daran, selbst die alten Segel des Bootes sind im Vinyl-Album zumindest mitverarbeitet. Spannende Geschichte und ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, weil ich finde das Projekt so toll, aber die beiden können es besser. Stage is yours, vielen Dank. Also, wir fangen jetzt mal von vorne an. Hallo, wir sind die Sailing Conductors mit Social Media. Genug gelabert, sollen wir mal einen Song spielen oder was? Du quatscht hier die Leute voll, wir wollten einen Song machen. Pass auf, wir machen einen Song, ja? Also genau, also ihr habt erstmal genug gehört. Wir wollten also um die Welt segeln, um Musik aufzunehmen, in jedem Land Halt machen. Und das ist eines der Lieder, die dabei herausgekommen sind. Und jetzt beten und viel Spaß. I'm a traveling man living a small spot in the blue world called sea. Lay down my bed and I ask myself, where else do I have to be? I can't help it, that's my essence. I'm totally free. And it could be so alone, the fact that I don't have a home, but I have you, my friend. I have you to share all my gold, all I see. And who knows what else we're gonna meet.
particular sounds to hear, but my radio is the ocean. Listen what the wave says, their great emptiness. I'm not afraid. That's where I find myself, mixed with cultures I've learned with everybody. But still, me, but still, me, but still. For the bird. Nice. Again. I think that's the one, huh? Yeah. I think you're good, right? Muchas gracias. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Genau. Wo warst du stehen geblieben? Du hast ja auch gezeigt, dass du. Du kannst die Karte mal machen. Welche Karte? Die machen das wir mal ganz schnell. Wir machen unsere, jetzt Speech. Deine Karte, ja? Wir haben so viele Witze vorbereitet. Ah ja, sozusagen. Das ruiniert. Ja, das wäre sozusagen die Karte von Google Earth gewesen, die ich mir da zusammengeschustert habe. Die habe ich dann immer den Journalisten geschickt. Das sieht man ganz genau. Und man sieht wirklich ganz genau, dass man hier so prrrt, immer an der Küste entlang ist. Überhaupt nicht weit. Also wenn man untergeht, dann schnell an Land zurückschwimmen. Ja, und jetzt, ich mache einfach die nächste Karte direkt. Ne? Ist das okay für dich? Nö. Nee. Okay. Die eigentliche Route ist dann so geworden und... Da sieht man natürlich auf den ersten Blick, dass wir, als wir losgefahren sind, natürlich gar kein Land hatten zwischen unserem ersten Punkt und unserem zweiten Punkt. Das waren nämlich direkt 850 Seemeilen von den Salomoninseln nach Papua-Neuguinea. 3 Wochen hat es gedauert, wir sind eingelaufen, hatten noch ziemlich gut geplant, das Ganze. Ne? Also man kennt das ja so vom Formel-1-Rennen, wenn man zu viel Sprit mitnimmt, ist man zu langsam. Wenn man zu wenig Sprit mitnimmt, dann muss man Boxenstopp machen. Boxenstopp war jetzt nicht möglich. Wir haben aber, als wir eingesegelt sind, noch genau 1,5 Liter Wasser an der Hand gehabt. Ja, also perfekt vorbereitet für diesen Trip. Und auf den zweiten Blick hat der Kenner dann natürlich erkannt, dass die Route sich komplett verändert hat, die wir eigentlich geplant hatten. Und das Ganze etwas länger gedauert hat. Kann ja keiner wissen. Ja genau, also der erste Trip war natürlich krass. So, wir hatten natürlich auch am Anfang so ein paar Testruns gemacht und da war immer nur Flaute in Honiara, als wir das endlich auf dem Boot waren und alles natürlich total neu und es sah alles aus wie so ein Raumschiff aus den 70er Jahren von innen drin mit diesen Lichtern. Wir haben noch nicht mal hingekriegt, unser Handy zu laden, glaube ich, am ersten Tag. Ne? Da fingen schon die Probleme an. Und dann nach 2 Wochen haben wir gesagt, gut, jetzt echt endlich mal lossegeln, mal raus. Ja? Es geht weiter.
Und ja, dann ist alles passiert, da sind Segel gerissen, diese Selbststeuerungsanlage. Segel waren nicht vorhanden. Ja, wir hatten, also wirklich, alles ging daneben, die Batterien waren tot, sodass unser GPS-Gerät nicht mehr funktioniert hat und wir nicht mehr genau wussten, wo wir jetzt hier genau im Pazifik rumtreiben. Wenn ich die Geschichte erzähle, dann erzähle ich immer, die Musik ist ausgefallen und wir hingen da rum mit Flaute und ohne Musik, das war voll langweilig. Und dann sind wir aber trotzdem angekommen, ne? Ohne ja, wir haben noch Zeit, um die Tankergeschichte zu erzählen. Ja? Oh, auf ja, jeden Fall. Wir sind noch du, gar nicht noch so sehr im Verzug, ne? Nee, überhaupt nicht. Wir haben alles tippitoppi. Ist nicht so wie beim Segeln hier, ne? Da ist man sowieso immer im Verzug. Wir haben immer genug Zeit. Und noch 3 Wochen. Oh, das wird knapp. Ja, ich war von Anfang an der Captain. Das liegt nicht daran, dass ich das unbedingt werden wollte. Es liegt eigentlich nur daran, weil Hannes mit Nachnamen Koch heißt. Und ein Smoothie, also ein Schiffskoch, muss es ja schließlich geben an Bord. Ja. Und da blieb also nur noch der Kapitän übrig. Und ich war dann auch derjenige, der noch schnell so einen Online-Segelkurs gemacht hat, um das Gewissen der Eltern oder vielleicht auch dein Gewissen so ein bisschen zu beruhigen. Ja. In dem Kurs habe ich dann auch gelernt, dass es bei Nacht, wenn man nichts sieht und alles nur schwarz um einen rum ist, dass es da auch Positionslichter gibt, so Navigationslichter, grün und rot. Grün für Steuerbord und rot für Backbord. Und dann gibt es noch irgendwie so ein unwichtiges Weißes. Und wir waren jetzt in der Torresstraße auf unserem zweiten Trip zwischen Papua-Neuguinea und Australien in dem Kanal, die Torresstraße. Da ist das Great Barrier Reef und alles ist eng und alles, was schwimmen kann, muss da durch, um vom Pazifik in den Indischen Ozean zu kommen. So also auch wir. Und wir waren vorsichtig, haben uns extra so ein bisschen abseits des Kanals aufgehalten, lief eigentlich alles ganz gut. Rückenwind nachts, ja, obwohl uns Jimmy Cornell übrigens ausdrücklich davor gewarnt hatte. Ja. Ja, also, das war das Buch, was wir auf dem Boot gefunden haben aus den 80ern. Damals hatten die noch kein GPS-Gerät und man muss dazu auch sagen, Jimmy Cornell schlägt vor, dass man in den Buchten abends dann ankert zum Sonnenuntergang und dann nächsten Morgen weitermacht. Das Problem ist, wir haben einfach das mit dem Anker nicht so drauf gehabt und hatten Angst, dass wenn wir jetzt einen Anker schmeißen, dass es nicht hält und dass wir dann irgendwie sonst wo landen. Deswegen haben wir uns gedacht, komm mit GPS, ziehen wir da einfach durch und das passt dann schon. Wenn ihr noch sitzen wollt, hier sind auch ganz viele Plätze. Also, achso, ja, wir sollten eine Ansage machen. Alle Schüchternen von ganz hinten, hier ist noch alles frei, ihr könnt euch auch auf den Boden setzen, auf der Bühne. Achso, nach rechts? Wohin? Nach Warte da? Mal ab. Achso. Also ist doch viel spannender hier, oder was? Der gut aussehende Smoothie. So, jetzt bisschen dicker. Jetzt waren wir auf jeden Fall in dieser Torresstraße und alles war dunkel und vorne vor uns war jetzt nur ein Licht zu erkennen, ein grünes Licht. Wir haben kurz nachgeschaut, so was, wo lang fährt er so? Steuerbord, müsste doch Steuerbord sein, ja. Ach, da lang, warum fährt er da lang? Da ist doch ein Riff. So, warum fährt er aufs Riff? Auf einmal kommt noch ein rotes Licht dazu. Und wenn jeder, der segelt oder der schon mal, ja, man weiß einfach, wenn man rotes und grünes Licht gleichzeitig sieht, dann hat man ein Problem. Und diese beiden Lichter kamen jetzt auf uns zu, wurden immer größer und wir haben versucht auszuweichen, wir haben Wänden gemacht und Halsen gemacht, Patenthalsen gemacht, wir haben alles gemacht, was man irgendwie mit so einem Boot machen kann, um auszuweichen, aber diese beiden Lichter, egal wo sie waren, kamen immer weiter auf uns zu und auf einmal waren die so nah, dass ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Ich habe alles noch liegen lassen und ich habe mich auf den Boden geschmissen, die Hände beim Kopf zusammengeschlagen und gedacht, scheiße, das war's, jetzt ist es vorbei. Ja, es ist ein großes Gefühl. Ich bin eher so der Kameramann von uns beiden. Ich habe mir das Ganze mit angeschaut, diese Wand. Und tolles Gefühl, wenn dein Captain in Embryonalstellung neben dir hockt und das Boot komplett aus dem Ruder läuft. Und jedenfalls konnte ich dann auch sehen, wie das Boot immer dichter kam. Und dann oben auf der Brücke, da waren so zwei Dudes und die haben irgendwie auf ihre Monitore geschaut. Und ich habe so gewunken und gepfiffen und ich habe die gesehen, die haben nicht runtergeschaut. Also die wussten nicht, wie knapp dieser Scheiß war. Und dann habe ich irgendwie gepfiffen und ich kann mir das nur so erklären, dass das so abgelaufen ist, dass wir wahrscheinlich irgendwie haben die uns dann auch an der Funke mal probiert, also wir haben dann gefunkt und die haben es irgendwie nicht gehört. Wahrscheinlich hat das Radar bei denen kurz mal gepiept und dann, bis man irgendwie aufgewacht ist, sich einen Kaffee gemacht hat, auf der Brücke ist, ne, sind wir mit einer Mordsgeschwindigkeit schon unterm Radar durchgezischt und ja, dann waren wir schon zu dicht, als sie dann endlich auf der Brücke waren und normalerweise, ja, würde man das Ganze umgehen, indem man halt die Leute ordentlich anfunkt. Aber Benny wollte das eigentlich nicht so richtig, dass wir da anfunken, weil wir nämlich keinen Funkschein haben.
Und da meinte er, ach Hannes, das gibt große Strafen, wenn wir da trotzdem funken. Und hat deswegen uns versucht, da lieber gegen den Tanker gegenfahren zu lassen. Ja, der Funkschein hätte nochmal $250 extra gekostet. Großzügig drauf verzichtet und gedacht, das passt schon irgendwie. Ja. Ja, nachdem es dann das erste Mal so knapp war, wir irgendwie gerade so mit unserer Nahtoderfahrung im Nacken noch schlotterige Knie irgendwie weitergesegelt sind, kommt schon wieder der nächste Tanker auf uns zugefahren. Und ich denke mir so, Benny, ist mir jetzt egal, ich habe ihn weggeschubst, bin runtergegangen an die Funke und habe angefunkt. Und so. This is the sailing vessel Marianne, do you see us on your radar? Und dann kam sogar eine Antwort zurück und war so, ja, hab euch schon bemerkt, alles gut. Wenn ihr ein bisschen nach Steuerbord ausweicht, dann kann ich das auch machen und dann sollte es passen. Steuerbord ist rechts, ne? Ja, genau. Dann quatschen wir so ein bisschen. Und was macht ihr so? Ja, wir nehmen Musik auf, wir segeln um die Welt, kommen gerade aus Papua-Neuguinea, sind nach Australien, super cool. Und du? Ja, ich fahre hier so Autos durch die Gegend. Oh, cool, auch spannend. Und währenddessen kommt dann Benny von draußen reingestürmt und ist so, Hannes, du musst unbedingt rauskommen, hier erstmal anschauen. Der Tanker ist noch dichter als der andere Tanker. Der ist noch dichter dran. Ne? Und so, Benny, hättest du deinen Funkschein gemacht, hättest du gewusst, wer funkt, der wird nicht unterbrochen. Und naja, wir wurden nie erwischt mit unserem Schwarzfunken und haben es zum Glück bis jetzt immer gesund weitergeschafft. Und sind dann irgendwann in Australien tatsächlich angekommen, ne? Ja, also wenn du schon meine peinliche Geschichte erzählen musst, muss ich auch deine unangenehme Geschichte hier erzählen, mein lieber Freund. Ja. Aber nicht die aus Thailand, bitte nicht. Die Thailand, ach, warum eigentlich mal nicht die Thailand-Geschichte heute? Ja? Die ist, nee, doch nicht. Ja. Nein, nein. Die war auf jeden Fall sehr schmerzvoll. So, wir sind in Australien angekommen und immer, wenn man irgendwo im neuen Land oder in einer neuen Stadt ankommt, muss man ja irgendwo auch sein Gefährt... Facebook-Post absetzen. Nee, erst das Gefährt parken, ach so. Dann Internetkarte kaufen oder SIM-Karte oder wie auch immer, ankern. Ja. Und wir versuchen immer so nah wie möglich an der nächsten Marina zu ankern. Docken haben wir meistens kein Geld für, also immer ankern ist umsonst. Und wir haben ein Schlauchboot mit Außenborder normalerweise, aber das Schlauchboot hat immer irgendwelche Löcher, die wir vergeblich zu stopfen versuchen. Und auch der Außenborder, der macht auch nichts außer einen langen Arm und heißen Rauch. Also heißt es für uns immer paddeln. Ja? Wir müssen also immer an Land paddeln und wenn wir dann zu viel Gepäck dabei haben und Instrumente und so, dann sitzt man irgendwann im Nassen und das wäre schlecht. So, jetzt waren wir also in Darwin und es lagen ganz viele Boote vor Anker. Hunderte von Booten lagen da und wir waren in der ersten Reihe und Hannes meinte so, lass mal hier unseren Anker schmeißen, dann ist es nicht so weit, ist echt nicht weit. Und ich war so ein bisschen skeptisch, so du Hannes, ich weiß nicht, es sind zwar 7 Meter Wasser, unser Tiefenmessgerät hat 7 Meter Wassertiefe angesagt, okay, aber hier liegen nur die kleinen Katamarane und die kleinen Jollen, so, da hinten sind die ganzen, viel weiter draußen sind die ganzen Boote in unserer Größe, wollen wir nicht da lieber hin? Nein, ach, ist doch viel zu weit. Nach einer langen Diskussion habe ich mich dann breit treten lassen und wir haben in der ersten Reihe den Anker geschmissen. So. Jetzt war es Mitternacht mittlerweile, ich bin nach vorne gegangen, ins Vorschiff zum Pennen, ich war müde. Hannes hat noch einen Artikel geschrieben am Laptop und wie ich da so liege und es mir gemütlich mache, so, ich war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, denn ich rollte immer so ganz langsam auf die Seite. Irgendwie. Irgendwas war komisch und wieder auf die Seite gedreht und war kurz eingenickt, wachte auf und lag komplett irgendwie über den Segeln drüber, komplett auf der Seite und meinte zu Hannes, was ist los, haben wir irgendwie ein Leck, haben wir Wasser im Boot? Und er guckte nur raus. Ich glaube, das Wasser ist weg. Okay. Einfach das Wasser weg. Wie 7 Meter. Das sind, da hatten wir den Tidenhub etwas unterschätzt. Das kann man ja nicht ahnen. Das ist. Und wir haben es aber sportlich genommen. Ja. Wir sind mal rausgegangen, haben ein paar Fotos gemacht. Wir hatten Marianne ja auch noch nie von unten rum gesehen. Und sind dann irgendwann wieder eingestiegen. Das Wasser kam zurück. Wir sind wieder hochgefahren, haben umgeparkt oder wie man in der Fachliteratur hören würde, wir haben uns verholt und haben dann den nächsten Tag sind wir dann zur Marina gepaddelt, ziemlich lange übrigens, und haben die dann von unserem Abenteuer erzählt und die waren so, gucken uns an, sind so, irgendwas ist mit euch nicht in Ordnung, ne? Also ihr wisst schon, dass ihr nicht mehr bei euch in Europa seid, sondern dass hier in Australien eine andere Flora, Fauna herrscht. Also zum Beispiel haben wir hier auch Kängurus, die kennt ihr bestimmt. Und so. Ja klar, Marc-Uwe Kling hat ein Buch drüber geschrieben. Genau, und dann haben wir hier auch Salzwasserkrokodile.
Salz was? Salzwasserkrokodile, 6 bis 7 Meter lang, menschenfressend, gerade letzte Saison 10 Leute gerissen. Nö. Nicht gesehen. Guckt ihr die Fotos so an. Also, nee. Naja, aber wir haben dann die nächsten Tage unser Aktivität, unser Wellness-Programm aus, also Multitasking haben wir oft betrieben, Schwimmen, großes Geschäft, kleines Geschäft, Duschen, alles in einem, ja, indem man einfach über Bord ist. Und das haben wir dann aber sein lassen und sind immer zum Marina gepaddelt. Ja, wir wollten natürlich Musik aufnehmen. Wir kommen jetzt eigentlich auch schon fast gleich zu unserem letzten Stückchen, was wir euch präsentieren wollen. Wie hat das funktioniert mit dem Musikaufnehmen? Ja, wir haben natürlich bei Ankunft immer mit den Leuten sofort gesprochen so, und die Leute kamen erstmal auf uns zu. Was macht ihr? Wir hatten ja mittlerweile ganz lange Bärte. Wir wollten ja eigentlich die 9 Monate nach Hause segeln und uns nicht dabei rasieren und nicht die Haare schneiden. Also wir hatten mittlerweile nach ein paar Jahren dann schon längere Bärte. Und was macht ihr? Ja, wir sind gerade über den Indischen Ozean. Was? Und ja, wir nehmen Musiker auf. Und alle Leute kennen irgendwelche Musiker oder sind Musiker oder Onkels, Tanten und Freunde sind irgendwie, die ganze Welt ist nur voller Musiker und zu vielen Gitarristen wahrscheinlich. Ja? Naja, auf jeden Fall hatten wir am nächsten Tag meistens dann schon ein Date zum Aufnehmen. Oder, was eigentlich viel praktischer war, mittlerweile war ja dann unsere Facebook-Fan-Anzahl dann auch schon gewachsen von 100 auf 200. Nein, Quatsch, wir hatten schon so ein paar Tausend. Das hat uns dann echt weitergeholfen, weil die Leute... Ja. Bitte? Paar Tausend, zwei am Anfang, oder? Paar Tausend, 2000? Ja. 2000? Also wir haben gedacht, wir hatten 20.000 innerhalb von einem halben Jahr, glaube ich, das war so der Plan. So, ach so, der Plan, 90.000. 90.000, das war in unseren Sponsoring-Proposals auf alle Fälle drin. Nach einem halben Jahr, ja, 90.000 Facebook-Fans, ja, 1 Million Likes, keine Ahnung. So, jetzt haben die Leute uns tatsächlich schon geschrieben, ey, ihr seid doch jetzt in Brasilien, in Rio, da kenne ich also einen Musiker, da kenne ich den Juan, den Schlagzeuger, den müsst ihr unbedingt treffen. Oder die Vicky, also wir haben ständig ganz viele Anfragen gekriegt, dafür war Facebook also wirklich großartig, ne? Auch Kontakte einfach zu kriegen zu den Musikern. Man muss aber tatsächlich sagen, dass das verschwindend gering war. Also wir haben einige qualitativ sehr hochwertige Kontakte über Facebook generieren können, aber die Masse tatsächlich waren echt spontane Begegnungen, einfach die Sprache der Musik universell und damit unser Kommunikationsmedium Nummer 1 auf alle Fälle. Wollen wir einen Song noch machen? Dann machen wir noch einen Song und danach, falls noch einer eine Frage hat, beantworten wir die eventuell auch noch. Und zwar einer unserer Lieblingssongs, Radiate heißt er, und von Jack Mantis. Jack Mantis haben wir in Trinidad und Tobago getroffen. Okay. Er selbst ist Südafrikaner, ist selbst über den Atlantik gesegelt und hat dabei diesen Song geschrieben. Und ich würde sagen, da hören wir kurz mal rein. It's worth, my friend, it's never too late to be what you wanna be. Your fate is what you create. Ja, das klingt doch schon ganz gut. Man sieht, Jack hat hier dieses wunderschönes Mikrofon vor seinem Mund, um den Gesang aufzunehmen. Mikrofon vor der Gitarre, um die Gitarre aufzunehmen. Leider keine MKH 800. Und wir haben das Ganze dann gefilmt und es klingt schon ganz gut. Es wäre aber eigentlich noch schöner, wenn da noch was mit dazu wäre, vielleicht ein Cello. Deswegen hat Benny hier vorbildlich sich schon mal aufgebaut mit den guten Sennheiser HD 25 Kopfhörern. Damit kann er Jack jetzt richtig gut hören. Und dann haben wir noch ein Mikrofon davor gesetzt und Benny spielt dazu jetzt mal ein bisschen. This all before, you don't need anything else at all. The answer's hidden inside of you. It's never too late. Irgendeiner muss das noch filmen und das war meistens ich. Ich mach das mal vor. Und
Das klingt schon gut, aber noch mit ein bisschen mehr Rhythmus und auch geiler. Deswegen Tim Neuhaus an den Drums. It's such a small thing to ask to make these changes last a while. It starts from deep within your heart. It radiates. Ja, und da ist auch jede Menge Platz für andere Instrumente und natürlich gleich auch Bass. Of grace, give thanks to the Most High every day that you're awake. Show respect to your elders, humble your ego, all your pain. Lighten your conscience, practice forgiveness always. Teokasin Ghost Horse, and I'm of the Lakota Nation. Mother Earth is critical right now. The Native people are saying there's a climate crash happening. We keep it at bay. We talk ugly of the weather, which is Mother Earth, and we're constantly digging her up, drilling her, destroying her, her forest, her air, her lungs, her blood, the water. We're destroying all of those things. Now think about languages that understand that. A higher intelligence of living with Mother Earth is the languages of indigenous. 95% of the world forgot how to be indigenous. So now it's up to the 5% of the world to bring Mother Earth, help her bring us back into balance with her and our thought processes. Ushimalaye oyate waniwa chichuelo, leon kipiki hohewashtelo, omidako yoyasi, wupila, chante washte nape chiuzapielo, chante washte nape chiuzapielo. Vielen Dank. Danke. Genau, als Dankeschön, Dankeschön. Danke. Jetzt weiß ich, Stefan Raab sich, wie Raab sich immer fühlt. Genau, wir, also
Wir haben eigentlich alles gegeben. Ne? Wir haben unser komplettes Herzblut von diversen Menschen haben wir in dieses Projekt reingesteckt. Und wir hoffen auch so ein bisschen auf den J.K. Rowling-Effekt. Ne? So dieses erst verkannt, dann, naja, so viel muss es gar nicht sein. Ein Zehntel davon würde auch reichen. Wir haben die ganze Zeit immer gefilmt, haben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, vielleicht auf 1 Plus hatten wir, gibt es schon lange nicht mehr, das heißt jetzt Funk. Hatten wir eine kleine Fernsehserie. Gerade sind unsere Kumpels dabei, da einen fetten Kinofilm daraus zu schneiden. Und ich werde dafür die 5.1 Surround-Mischung machen. Also ihr werdet sicher sein, es wird richtig geil. Traveling Man in 5.1 habe ich neulich Benny schon mal bei mir gezeigt. Er hat Gänsehaut gekriegt, ohne Bild. Mit Bild dazu gibt es auch noch Pipi in den Augen. Also wenn jemand von euch vielleicht uns eine Idee hat, wie man sozusagen, wie man uns erklären kann, wie das mit Social Media funktioniert, da wären wir großartig dankbar. Also wenn einer irgendwie mit uns zusammen sein, arbeiten möchte, kommt gerne auf uns zu. Und ansonsten, wer Bock hat, kann sich hier irgendwas mitnehmen. Wer mit uns zusammenarbeiten möchte, kriegt auch eine gratis Vinyl, ja? Möchte. Okay. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank. Wollen wir noch mal kurz das Album zeigen? Ach so, ja, na klar. Das muss gezeigt werden, ja. Das ist großartig. So dieses, das ist unser Vinyl und hier drin, halten wir heute fest, ist natürlich ein Originalsegel von Marianne eingearbeitet. Also jeder, der sich so eine Vinyl kauft, kann ein Stück von Marianne mit nach Hause nehmen. Ja? Und Musik klingt auch okay. Wollte ich einfach sagen. Ach so, natürlich kriegen unsere Musiker auch einen Anteil davon. Der ist gering, aber die haben nichts gemacht. Die haben sich nur hingesetzt und einen Song gespielt. Nein, aber immerhin höher als bei Universal zum Beispiel. Ne? Also sehr hoch. Also der ist sehr hoch, sagen wir den Musikern immer. Sehr hoch. Also das Geld landet an der richtigen Stelle bei uns und den Musikern. Ansonsten vielen Dank. Wer Fragen hat irgendwie über Sachen, ja, wir bleiben hier noch jetzt knallhart 5 Minuten stehen. Danke. Danke.